Bereit für eine Zeitreise? Glückwunsch, ihr seid wieder jung. Vielleicht 10, 11 Jahre alt, noch grün hinter den Ohren und euer jugendlicher Radius ist nicht größer als ein paar Kilometer. Ihr kennt euch in diesem Umkreis gut aus und zack, sitzt ihr im Auto. Und jetzt? Ihr wisst zwar, was das hier ist und sogar wie die Straßen vor euch zusammenhängen, aber gleich Auto fahren? So aus dem Nichts? Ohne Vorbereitung und noch so jung? Echt eine blöde Idee, oder? So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr erhaltet zack einfach so ein Lichtschwert und lasst euren Machtfantasien freien Lauf. Ist schon cool, aber wer auch immer euch das einfach so in die Hand drückt, hat doch zwei wichtige Punkte vollkommen übersehen. Die Reife und den Führerschein. Jedi Knight 2 Jedi Outcast gilt bei vielen Fans neben Knights of the Old Republic zum besten, was jemals als Star Wars Lizenzspiel das Licht der Welt erblickt hat. Der Sound, die Atmosphäre und diese geschmeidigen Lichtschwertkämpfe. Na gut, ein wenig hektisch sind die schon. Dennoch bieten sie eine vergleichsweise große Tiefe und werden im Nachfolger Jedi Academy sogar auf ihren spielerischen Höhepunkt gehievt. Mit der mächtigsten Einzelkampfwaffe der Galaxis kämpft es sich nun einmal am besten. Und hier kommen wir auch zum Kern der Sache. Die Lichtschwert-Action funktioniert nur deswegen so gut, weil Jedi Knight 2 eben nicht nur auf die Waffe an sich setzt, sondern auch die äußeren Umstände perfekt ausspielt. Genauer sorgen Pacing der Kampagne, die Waffenpalette und der Levelaufbau dafür, dass sich das hier besser anfühlt als jedes andere Actionspiel in der weit, weit entfernten Galaxis. Das Abenteuer von Held Cal Katarn beginnt ganz beschaulich mit einer Erkundungsmission. Weil der machtbegabte Mann im Vorgänger die Dunkelheit in sich gespürt und sein Lichtschwert abgegeben hat, heißt das für euch ganz simple Ballereien mit verschiedenen Blastern. Denn natürlich ist dieser Außenposten nicht verlassen und natürlich warten ein paar Sturmtruppen auf euch. Die ersten 6 Missionen habt ihr damit schlicht kein Lichtschwert, sondern werdet euch ausschließlich mit einer gehörigen Ladung Piu Piu. Und so spielt sich die Kampagne zunächst wie ein klassischer Shooter seiner Zeit. Kein Wunder, basiert der Titel doch auf der Quake Engine, auf die sehr viele zurückgegriffen haben. Gleichzeitig lernt ihr die meisten Gewehre samt Vor- und Nachteilen bereits sehr gut kennen. Das ist nicht unwichtig, weil eure Gegner dieselben Blaster wie ihr einsetzen und ihr wiederum somit schnell wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Und auch narrativ ist dieser Schachzug enorm clever. Er charakterisiert eure Spielfigur enorm treffend, denn Kyle hat Angst vor der dunklen Seite, weil er weiß, dass er seine Wut nicht im Zaum halten kann. Ein spannender innerer Konflikt, den das Spiel über dieses Lichtschwertverzicht nur noch verstärkt. Auf Yavin 4 erhaltet ihr dann in Mission Nummer 7 nach einigen Tests euer Lichtschwert und ihr habt es nicht einfach nur bekommen, ihr habt es euch verdient. Ihr habt Sturmtruppen bezwungen, widerliche Käfer erledigt und AT-STs ausgeschaltet. Ihr wisst, wie rau und erbarmungslos die Welt draußen ist. Diese elegante Waffe kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und ist eine verdammt große Belohnung. Ihr seid als Spieler genauso gereift wie Kyle, wisst Gefahren besser einzuschätzen und macht hier auch noch euren Jedi-Führerschein, damit ihr auch wirklich in der Lage seid, das Schwert passend einzusetzen. Und dass Luke Skywalker euch persönlich unterweist, ist ebenfalls eine sehr coole Sache. Vor allem dank deutscher Originalstimme von Hans-Georg Panschak. Kyle. Ja? Ich wollte dir nur noch sagen, wie beeindruckt ich von deiner Leistung bei der Prüfung war. Wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass du die Macht eingesetzt hast, hätte ich fast erwartet, dass du scheiterst. Tja. Und das Lichtschwert bleibt auch weiterhin spannend, denn es greift den inneren Konflikt des Helden auf. Dass Kyle es wieder annimmt, bedeutet nämlich, dass er sich seinen Problemen und Ängsten stellt und er die dunkle Seite der Macht bekämpfen will. Spielerisch geht Jedi Knight dabei einen sehr, sehr spannenden Weg. Weil ihr nicht selbst die Fähigkeiten von Kyle aussucht, sondern er automatisch an festen Punkten neue Kräfte erlangt, setzt ihr auf Wunsch auch dunkle Fertigkeiten ein. Gegner würgen, kein Problem. Ein paar Blitze verschießen, warum nicht? Kyle kann durch die festgeschriebene Handlung nicht böse werden, aber er kann für Jedi eigentlich verbotene Mächte einsetzen. Damit wird er zum grauen Jedi. Er lässt seinen Emotionen freien Lauf, lernt aber ihn nicht zu verfallen und zum Opfer zu werden. Oder anders gesagt, Kyle wird zu einer der spannendsten Figuren des mittlerweile inoffiziellen Extended Universe und ihr und eure Spielweise trägt ganz erheblich dazu bei.
Das Lichtschwert, dessen Auftreten und der Einsatz der Waffe sind also allein vom Pacing und der Geschichte her unglaublich gut eingesetzt. Aber hier hört Jedi Knight 2 eben noch lange nicht auf. Wie bereits angerissen, habt ihr durch die clevere Levelaufteilung viele Waffen aus der eigenen Nutzung kennengelernt. Ihr wisst, wie normaler Blaster feuert. Ihr wisst, dass ein Wookiee-Bogenspanner sehr stark streut. Und ihr wisst, wie nervig Thermaldetonatoren sind. Dementsprechend fühlt sich die neu gewonnene Stärke durchs Lichtschwert einfach phänomenal an. Schüsse prallen einfach an euch ab, Granaten schubst ihr mit der Macht zurück, ihr seid in der Nahrungskette einen riesigen Sprung aufgestiegen und plötzlich über alles erhaben. Das Lichtschwert verdeutlicht erst, wie viel besser und mächtiger ihr geworden seid. Und dann setzt Jedi Knight 2 perfekte Nadelstiche ins Gameplay. Denn nur weil ein Stück blauer Laser vor euch wabert, seid ihr ja nicht plötzlich ein Gott, ihr seid immer noch sterblich. Also trefft ihr direkt auf Feinde mit Disruptorgewehren und diese Schüsse, die könnt ihr nicht mehr parieren. Später kommt noch das imperiale Schnellfeuergewehr dazu, natürlich dürfen auch zahlreiche Sith nicht fehlen, die euch mit euren eigenen Stärken schlagen wollen und es manchmal auch schaffen. Der Titel erdet euch immer zu genau den richtigen Zeitpunkten. Habt ihr gerade ein paar Sturmtruppen erfolgreich erledigt? Dann kommt eben ein AT-ST. Werft ihr euer Lichtschwert gekonnt durch einige Feinde? Dann desintegriert euch der Scharfschütze, den ihr leider übersehen habt. Ihr seid mächtig. Ihr lernt immerhin später auch Feinde mit Würgegriffen in Abgründe zu werfen und mit Blitzen zu grillen, aber ihr seid nie übermächtig. Noch einmal, Jedi Knight 2 erinnert euch daran, dass nur weil ihr ein Lichtschwert habt, nicht plötzlich alles und jedem problemlos gewachsen seid. Ihr braucht immer noch Können und Finesse, sowohl Kyle als Figur, wie auch ihr als Spieler hinter dem Bildschirm. Das alles zusammen ist schon ein ziemlich guter Cocktail, mit dem euch der Titel stark, aber auch demütig macht. Und ganz nebenbei bleibt so die spielerische Herausforderung durchgängig erhalten. Genial wird Jedi Knight 2 aber, indem der Levelaufbau das Lichtschwert ebenfalls unterstützt oder entkräftet. Denn seien wir mal ehrlich, egal wie elegant ihr euch durch Gegner schnetzeln wollt, im Grunde reicht es, sie mit der Macht umzuschubsen und dann mit ein paar Hieben abzumetzeln. Aber was, wenn ihr gar nicht mit dem Schwert an sie herankommt? Das Lichtschwert ist und bleibt trotz Wurfmechanik in erster Linie eine Nahkampfwaffe. Und mit diesem Fakt spielt Jedi Knight 2 durchgehend. Nachdem ihr auf Yavin 4 die Prüfungen und die ersten beiden Würfe gemeistert habt, fühlt ihr euch zurecht wie ein neugeborener Jedi-Gott. Jetzt geht es aber auf den Schmugglermond Nar Shaddaa und plötzlich hat eure Waffe kaum noch viel von seiner Magie übrig. Zu Beginn der Mission dürft ihr sowieso keinem Alien das Borstenhaar krümmen und auch danach wird es nicht besser. Die riesige Stadt wartet mit einer großen Schlucht und vielen schmalen Stegen auf. Und natürlich nutzen die zahlreichen Gegner das eiskalt aus. Überall stehen Scharfschützen mit Disruptorgewehren herum. Die Levelarchitektur an sich erdet euch und eure Macht damit enorm. Es wirft euch in eine Situation, in der eure Überlegenheit nicht viel wert ist, weil ihr sie nicht ausspielen könnt. Das gilt für die weiteren Abschnitte ebenfalls. Ihr kommt immer wieder in Bereiche, in denen ihr eure Blaster nutzen müsst, weil das Lichtschwert allein nichts bringt. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Momente, in denen ihr eure Macht vollkommen austoben dürft. Wenn ihr etwa in einem geschlossenen Raum voller Sturmtruppen landet, dann klatscht es gewaltig. Und zwar kein Beifall. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ist genau deswegen immer noch das beste Actionspiel in der weit, weit entfernten Galaxis. Denn es verbindet die Macht eines Jedis mit den Limitationen, gibt euch immer wieder ein erhabenes Gefühl, nur um euch dann auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Es nutzt dabei die Levels selbst als Begrenzung für eure Fähigkeiten und konfrontiert euch mit Gegnern und Waffen, denen euer Lichtschwert allein nicht viel entgegenbringen kann. Euer Können und eure Nutzung der Umgebung ist genauso wichtig wie die Waffe selbst. Und damit werdet ihr hinter dem Bildschirm ebenfalls ein kleiner Jedi. Das perfekte Pacing der Kampagne unterscheidet Jedi Outcast zudem stark vom direkten Nachfolger Jedi Academy. Die Lichtschwertkämpfe sind hier nämlich sogar noch besser, die Level abwechslungsreicher. Aber die perfekte Lernkurve, die fehlt hier eben. Auch aktuellere Star Wars Actionspiele kommen da einfach nicht mit. Force Unleashed gibt euch beispielsweise direkt alle Macht und ein Lichtschwert, was extrem super wirkt und viel Spaß macht, aber es setzt direkt hoch an und eskaliert nur noch in Machtexzessen.
Eine Erdung fehlt komplett und lässt das Geschehen fiktiver und belangloser wirken, als es eigentlich ist. Fallen Order macht das schon besser, hat aber durch seinen Levelaufbau nie wirklich Nachteile für den Nahkampf per Lichtschwert. Hier sind die Gebiete vor allem spaßige Hindernisparcours. Das macht ebenfalls viel Laune, bleibt aber ebenfalls unter seinen Möglichkeiten. Man sollte eben ein Kind nicht direkt in ein Auto setzen. Es muss älter werden, reifen und alles über das Fahrzeug lernen, eben einen Führerschein machen, um das Fahrzeug zu beherrschen. Und das hat kein Star Wars Spiel so gut verstanden wie Jedi Knight 2.